Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Projektes Fahrerarbeitsplatz für OMSI 2. Heute mal wieder mit einem kompletten Rundum-Update. Und zwar, wie soll ich anfangen? Ihr habt es ja schon mitbekommen durch mein Verkaufsvideo. Ich habe den Fahrerarbeitsplatz des MAN SL 200 verkauft. Der ist mittlerweile auch schon verkauft, der ist weg. Samt dem Haltewunschtaster, der sich mal hier befunden hat, und und dem MAN Hupenknopf natürlich, genau. Samt dieser beiden Sachen verkauft in relativ kurzer Zeit, also das war doch recht beliebt, sage ich mal, das Angebot, und ich bin auch sehr froh, dass ich einen Käufer finden konnte und auch jemanden finden konnte, der da wirklich jemand ist, der sich das auch zu schätzen weiß, wie das restauriert wurde, und der das auch in Würde weitermacht. Und ich habe mich jetzt hier voll und ganz auf mein zweites Brett und mein jetziges alleiniges Brett konzentriert, oder werde mich darauf konzentrieren, und zwar das Büssing BS 110V Brett. Und was sich da jetzt so getan hat, möchte ich euch einfach mal in den nächsten paar Minuten erklären. Soll heute nicht allzu lang dauern, aber mal wieder einen aktuellen Überblick geben über das, was aktuell hier so der Stand der Dinge ist. Denn es wird jetzt nicht mehr so dermaßen lang dauern, bis ich das erste Mal endlich hier alles bedienen kann. Das war theoretisch ja mit dem MAN SL 200 Brett auch schon möglich. Praktisch aber schon eher schwer umsetzbar. Da hat sich es eben nicht immer bezahlt gemacht, das ein oder andere auf LED umzurüsten. Und deshalb möchte ich jetzt auch bei diesem Brett hier darauf zurückkommen, alles per Glühlampen und über Relais anzusteuern. Das heißt, alle Kontrolllampen, alle Instrumentenbeleuchtungen, alles wirklich mit den ursprünglich drin vorhandenen Glühlampen betreiben. Denn das hat einfach diesen schönen Charakter, finde ich, dass die Lampen noch beim Schalten wirklich klicken oder klacken, so einen richtig schönen, vollen Ton eben machen, gerade auch der Blinker zum Beispiel. Und außerdem gibt es eine ganz, ganz andere Lichtstimmung. Das Licht ist viel weicher, viel sanfter, und das Überblenden ist auch viel, viel langsamer, als es bei LEDs der Fall ist. Es sind einfach diese typischen Glühlampen-Überblendungen. Und ich finde, das ist einfach schön, wenn man das noch sieht, bei einem solch alten Brett, dass dann auch die originalen Lampen noch drin sind. Und ich habe hier so ein paar liegen. Hier zum Beispiel ein Türtaster drin. Das sind halt diese fetten 24-Volt-Glühlampen, und die werde ich dann auch in Betrieb nehmen. Und hier sehen wir schon den MAN Büssing bzw. Büssing Hupenknopf, den ich mir jetzt auch vor einiger Zeit schon gekauft habe für satte, ich glaube, es waren zuzüglich der Mehrwertsteuer 80 Euro, die ich dafür hingeblättert habe, allerdings nicht in diesem Zustand hier. Man muss dazu sagen, der Chromring, der war hier, das ist ja wirkliches Chrom, das sieht man auch, indem sich es eben so spiegelt. Der Chromring war absolut verrostet und korrodiert, den habe ich mit meiner Alufolie und Zitronensäure-Technik wieder sauber bekommen, erstaunlicherweise sogar ohne Rückstände. Und dann habe ich hier den äußeren Ring, also diesen Ring hier außenrum, der auch komplett verblasst war, verbräunt war, wieder neu lackiert und dann auch gefestigt, den Lack mit einem matten Klarlack. Und dann kam dieses wunderschöne Ergebnis raus, und der Hupenknopf ist hier gerade mit diesem alten Emblem von Büssing, also das neuere wäre jetzt einfach nur noch der Braunschweiger Löwe ohne Einfassung, ist mit diesem alten Emblem sehr, sehr selten zu bekommen, und spricht wirklich, man sieht auch, wie das hier eingearbeitet ist, und spricht wirklich Bände für eine richtig, richtig hohe Qualität aus dem Hause dieser Braunschweiger Firma oder Marke. Genau, mein Lenkrad liegt aktuell hier hinten. Das liegt aktuell hier versteckt, genau, und hier mein Zahltisch, der ist nach wie vor mit den Mikroschaltern betrieben, und da wird sich auch nichts dran ändern, das nur mal so nebenbei, also da wird sich nichts dran ändern. Dann habe ich hier mein mein Kupplungspedal liegen, genau, das habe ich nämlich demontiert, denn
da ich ja den MAN SL200 jetzt quasi nicht mehr hier habe, habe ich auch keinen Schaltwagen mehr. Und ihr seht schon hier, dieses Auslegerbrett für den Schaltwagen, für diesen Schalthebel, ist auch weg. Das habe ich auch demontiert, weil ich auch den Schalthebel mitverkauft habe. Genau, habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Und somit jetzt wirklich ein Automatikwagen hier, wie man es ja auch schon sieht, nachstellen möchte. Und da ist natürlich auch hinderlich, dann hier den Schalthebel zu haben. Und das war auch so ein Hauptgrund, einfach um sich auf einen Fahrerarbeitsplatz zu konzentrieren, weil man eben ansonsten immer zwischen Schaltung und Automatik wechseln muss. Das heißt, fährt man Automatik, dann hat man hier diesen Schalthebel, der dann nur stört. Fährt man mal Schaltung, dann hat man die Anschlüsse für die Automatik, die dann eben nicht benutzt werden. Und so gibt es eben immer Differenzen. Und außerdem ist es einfach sehr, sehr aufwendig, immer diese Bretter gegeneinander auszutauschen. Die sind zwar mit dem Träger, also von den Maßen her identisch, also zumindest weitestgehend, aber die immer gegeneinander auszuwechseln, ist doch relativ aufwendig, weil man natürlich die Elektrik, das wurde mir dann besonders bewusst, die ganzen Kabel immer irgendwie wieder gegeneinander austauschen muss. Und die letzten Überbleibsel von diesen Kabelumsteckereien seht ihr hier. Da hatte ich diese Klemmen drauf befestigt und da eben dann vorgehabt, dass man die Kabel da verbinden kann, je nachdem, welches Brett man benutzt. War aber ein relativer Humbug, hat sich dann eben da als solches herausgestellt, weil es erstens mal nicht schön aussieht und zweitens auch einfach nicht sehr funktional war. Die Drähte sind meistens rausgeflutscht und es hat nicht wirklich funktioniert. Somit werde ich hier dieses Ding komplett nochmal schleifen, spachteln und neu lackieren und das Ganze dann ganz, ganz anders verkabeln, das alles dann hier drinnen verkabeln, sodass dann hier gar nichts mehr sichtbar ist. Genau, außerdem habe ich hier den Haltewunschtaster nicht mehr, weil der ja, wenn ihr euch erinnert, der hatte doch hier diesen Ausleger und der Ausleger endete dann quasi im Nichts und wenn man diesen Fahrarbeitsplatz hier an den Schreibtisch hinschiebt, dann würde der quasi hier so im Nichts taumeln und das hat natürlich den ersten Nachteil, dass es einfach nicht sehr stabil ist und zweitens bleibt man eben oft auch dran hängen, wenn man jetzt hier zum Beispiel rumgeht und das sollte doch eigentlich nicht sein und es sieht auch nicht wahnsinnig toll aus. Man hat hier einen schönen Fahrerarbeitsplatz und hat dann hier so einen komischen Haltewunschtaster im Nichts. Genauso war es mit dem mit der Haltewunschlampe, die ihr jetzt hier seht, und die war ja hier an diesem Rohr dran. Auch die ist weg, hat den einfachen Grund, dass auch die irgendwie nicht so toll aussah auf diesem schönen ebenen Brett, so einen komischen Ausleger. Sah jetzt nicht so toll aus, fand ich, habe ich eben rausgemacht, hat ja auch funktioniert, habe ich auch extra auf LED noch umgerüstet zu Zeiten des MAN SL200, hat auch funktioniert. Habe ich jetzt aber eben schlussendlich weggemacht, weil es mir optisch einfach nicht gefallen hat. Die Haltewunschlampe wird dann später hier oben irgendwo Platz finden, beziehungsweise hier, und wird auch mit ihren ursprünglichen Glühlampen dann und einem Relais angeschlossen. Und mit dieser Glühlampe, mit dieser Haltewunschlampe mit wird dann die Haltewunschglocke geschaltet werden, auch über Relais, die jetzt hier noch drin verbaut ist. Und die hatte ich nämlich zu Zeiten des SL200 auch gar nicht mit einberücksichtigt. Da hätte ich die quasi gar nicht benutzen können und das fand ich schon sehr schade, weil die ist einfach charakteristisch für diese alten Busse, dass da so ein schöner Glockenton einfach kurz kommt, wenn ein Haltewunsch gedrückt wird. Genau. So. Dann kann ich noch was erzählen. Ja, ich denke mal, ja, also hier meine Modellbahn, kann man ja auch mal kurz drauf eingehen, ist gerade im Bau befindlich und hat sich jetzt eben hier in mein Zimmer rauf verirrt. Zusammen mit der möchte ich auf eine Modellbahnausstellung gehen und die hier auch als heimische Anlage betreiben. Das war jetzt auch so ein bisschen ein Projekt, was eben die letzten paar Monate dazu geführt hat, dass dieses Projekt hier etwas kürzer treten musste. Ich habe eben nach wie vor beide Hobbys und betreibe sie auch beide. Und ich hoffe, dass ihr jetzt hier, indem ihr das mal seht, ich kann da auch gern, wenn Interesse besteht eurerseits, ihr schreibt es einfach mal in die Kommentare, da mal ein Video dazu machen.
Da hoffe ich, dass ihr ein bisschen Verständnis dafür habt, dass da eben nicht immer alles gleichzeitig geht, weil eine Ausbildung ja nebenher auch noch laufen muss. Und hier den Rollbandkasten, den kennt ihr ja schon, der wurde ja auch nochmal komplett neu überarbeitet. Ist auch sehr schön geworden. Und hier oben drauf liegt ein Resopalschild. Also das hier, was hier so rausschaut, das habe ich euch auch schon mal gezeigt. Steht drauf, dem Fahrgast ist die Unterhaltung mit dem Fahrer während der Fahrt verboten. Das werde ich dann auch nochmal hier irgendwo dran schrauben. Genau. Ja, dann nochmal ganz kurz zum Fahrerarbeitsplatz an sich. Hier der Zahltisch, der wird ja nach wie vor hier dran kommen. Auch so eben, dass man den jederzeit ab- und anbauen kann. Und das soll eben beim gesamten Fahrerarbeitsplatz jetzt auch wieder mehr in den Fokus rücken. Der ursprüngliche Aspekt, dass man den wirklich, falls man mal irgendwie umräumen muss oder umzieht oder den Fahrerarbeitsplatz sonst wo irgendwo aufbauen möchte, dass man dann die Möglichkeit hat, diesen Korpus hier an sich einfach runterzuheben, dann das Brett, was da drunter ist, was ja hier mit der Lenksäule verbunden ist, einfach abzuschrauben und somit dann hier beide Türme, den und den separat nehmen kann, irgendwo hinstellen kann und die Bodenplatte auch noch separat nehmen kann. Das heißt, das Ding nicht nur variabel vom Schreibtisch wegrutschen können und wieder dranrutschen können, sondern auch einfach komplett auseinanderbauen. Und dieser ursprüngliche Aspekt ist eben mit dem SL-Brett, mit der Verkabelung etwas verloren gegangen. Und das möchte ich jetzt hier eben wieder realisieren, dass das hier alles schön auseinanderbaubar ist und zwar innerhalb kürzester Zeit. Gut, dann nochmal ein, zwei Sachen hier wirklich zum Fahrerarbeitsplatz. Also der Träger, der ist hier schon quasi, den kann man schon anheben, hochheben. Und die erste Neuerung, die den meisten wahrscheinlich schon aufgefallen sein dürfte, ist das Brett an sich, das Blech an sich, das jetzt hier in neuem Glanz erstrahlt, liegt daran, dass das alte Blech, was ja, wenn ihr euch erinnert, so von Rost zerlöchert war, dass ich das wirklich weggeschmissen habe und davor auf Grundlage dieses alten Bretts ein neues habe lasern lassen mit 3D-Laser. Vielen, vielen Dank an der Stelle an Toni, einen echt guten Freund, der sich da bereit erklärt hat und das wirklich eigentlich zum Nullkostentarif mir freundlicherweise ja, ermöglicht hat, dass ich hier auf Grundlage oder auf Basis des alten Bretts ein 1 zu 1, ja, eine 1 zu 1 neue Version davon bekommen konnte. Das heißt, wir haben eine Reproduktion gemacht, die wirklich den Maßen wirklich original entspricht. Und das ist dabei rausgekommen. Und der Vorteil daran ist nicht nur, dass es aus Aluminium ist und wesentlich leichter als dieses alte Eisenteil, sondern eben auch, dass es nicht mehr von Rost zerfressen ist, sondern ganz neu und somit einfach nicht nur von der Oberfläche her richtig schön glatt, sondern auch ja, natürlich biegsam und flexibel. Genau, und das Ding habe ich jetzt mal grundiert mit einem, ja, so eine Art Füller, so eine Art Haffgrund. Und das wird dann, sobald alles verkabelt ist, da werden die Schalter nochmal rausgebaut. Warum erst dann? Ja, ganz einfach, damit davor keine Kratzer reinkommen, weil das passiert doch immer mal wieder. Man sieht es hier so ein bisschen. Und dann eben am Schluss wird das Ganze einmal schwarz matt lackiert, beziehungsweise noch ein zweites Mal, damit es richtig schön deckt und dann noch einmal mit matten Klarlack richtig dick drüber gesprüht. Und dann hat es eine wunderschöne Oberfläche, die dann auch kratzfest ist. Genau, und ansonsten, das kennt ihr ja hier schon, den Träger habe ich hier schon mal vorgestellt. Mit den Anzeigen ist jetzt alles schon fest eingebaut. Jetzt wartet das Ganze eigentlich nur noch auf die Verkabelung. Ich habe nochmal hier die Kontrollleuchten ein bisschen überdacht, sage ich mal, und alle Kontrollleuchten nochmal ja, so ein bisschen aufpoliert und gegen schönere vielleicht teilweise sogar ausgetauscht. Also das sind jetzt wirklich die schönsten, die ich habe finden können. Und die Nieten hier, die werden dann noch, weil die Schilder noch nicht fest sind, die Schilder habe ich noch nicht eingeklebt bzw. festgenietet. Da werden dann die Nieten natürlich noch schwarz lackiert, bevor das Ganze eingenietet wird. Und der Tacho zum Beispiel ist auch schon drin. Den kann man natürlich auch aufmachen. Den habe ich hier genauso wie den anderen einfach abgesägt. Der wird dann hier hinten der Servo angebaut, aber richtig professionell und
Vor allen Dingen so, dass er auch wirklich festhält. Dafür habe ich ja den Graupner Servo und werde den wahrscheinlich auch dafür hernehmen. Und auch hier der Tacho hat da die Glühlampen drin als Instrumentenbeleuchtung und auch die werde ich dann mit Relais ansteuern. Also LED-Technik AD, obwohl LEDs nicht nur wartungsärmer, sondern auch günstiger und einfacher anzuschließen wären. Aber das ist eben für mich im Moment keine Option mehr. Dann, um nochmal weiterzugehen, habe ich hier hinten ja die zwei Taster und die zwei Schalter. Die Kontrollleuchte habe ich schon rausgemacht, die brauche ich nämlich nicht mehr, weil beim SL-Brett nämlich keine, sage ich mal, abfahrbereits Kontrollleuchte, also diese grüne Kontrollleuchte vorhanden war. Hier bei dem Büssing-Brett habe ich aber eine, und zwar hier bei den Türtastern, die im Übrigen auch jetzt, sage ich mal, komplett sind. Ich hatte ja vom BS-Brett nur, also ich hatte ja zwei. Einer davon war aber kaputt und der andere für Tür hinten ist noch benutzbar. Und den anderen, den habe ich mir vom OCM bezogen. Vielen Dank auch dafür an dieser Stelle. Und hier habe ich eben diese Fahrbereit-Kontrolllampe, die ich auch nochmal mit einer neuen Blende ausgerüstet habe. Und die zeigt mir dann eben an, sobald ich die Türen geschlossen habe, leuchtet die auf und zeigt mir an, ich darf abfahren quasi. Und somit brauche ich die hier drüben nicht mehr. Das heißt, hier werde ich dann auf Dauer zuspachteln und auch wieder überlackieren, sodass das wieder eine schöne homogene Schicht hier wird. Also schön übergangsfrei gespachtelt. Und diese zwei Taster werde ich dann langfristig auch rausnehmen und auch dann schön überspachteln, sodass es richtig glatt ist und davon nichts mehr zu sehen. Und den Schalter hier, also die Beschriftung und die zwei Schalter, die bleiben nach wie vor. Denn hier die Haltestellenbremse, die ja dieses Brett hier nicht hat. Und diesen Schalter werde ich mir noch für was anderes belegen. Also die bleiben definitiv. Und hier die Tankanzeige, die ist noch nicht fest. Aber die wird auf jeden Fall auch noch befestigt und angeschlossen, auch mit Instrumentenbeleuchtung und natürlich der Servo. Genau, das dazu. Dann habe ich hier unten noch meinen Fernlichtschalter und das Kupplungspedal, das ja jetzt fehlt, wird ja auch nicht mehr kommen, weil ich ja Automatik fahre. Genau, dann haben wir hier das Lenkrad an sich. Da bin ich jetzt gerade noch mal ein bisschen am Überlegen, weil ich mir halt denke, ich bin jetzt gerade an so einem Punkt, wo ich noch die Möglichkeit hätte, mir noch mal Gedanken zu machen, ob ich so einen Blinkerhebel einbauen möchte hier oder nicht. Und es ist halt immer so eine Sache, ein Blinkerhebel ist extrem schwierig anzusteuern. Mit Blinkerhebel meine ich Folgendes. Ich zoome hier gerade mal ran. Ich habe hier oben so ein schönes Plakat. Kann man das ganz gut erkennen. Das hier ist mit Blinkerhebel gemeint. Ich hätte sogar ein Angebot entdeckt, wo man so einen Blinkerhebel bekommt. Aber das Problem ist, das seht ihr hier schon, der ist ja direkt an der Lenksäule. Ja, ich muss hier gerade mal schauen. Der ist hier direkt an der Lenksäule dran. Und das Problem ist nun mal, ich habe hier keine originale Lenksäule, weil die eben im Ganzen so wahnsinnig lang wäre und sehr, sehr, sehr schwer wäre. Es wäre jetzt gar nicht mal das Problem, an eine Lenksäule ranzukommen, aber wenn man sie dann hätte, dann wäre das eben dieser Eisenstab, der dann hier bis an den Boden gehen wird und relativ sperrig wäre und das Ganze dann relativ schwer machen würde. Wenn man den hätte, dann hätte man eben den Vorteil, dass man den Blinkerhebel auch dran hätte, weil der Blinkerhebel an diesem Eisenstab wirklich an diese Eisenröhre dran ist. Und ihr müsst euch das so vorstellen, die Eisenröhre an sich dreht sich nicht, die ist am Boden befestigt. Und in dieser Eisenröhre drin befindet sich noch eine zweite Eisenröhre, die sich dann dreht, mit dem Lenkrad mitdreht. Aber eben hier außen dran noch eine Eisenröhre drumherum und an der ist dieser Blinkerhebel befestigt. Innen drin ist dann ein Zapfen, der dann eben ab einer gewissen Gradzahl den Blinkerhebel wieder zurückschnallen lässt, eben wenn man das Lenkrad dann wieder zurückdreht. Und sowas könnte man nur realisieren, indem man halt die originale Lenksäule hernimmt. Meine Lenksäule hier ist genau gleich eigentlich mit der originalen, also von der Breite her, von der Höhe her, alles genau identisch, auch von der Stellung her, also vom Winkel her, nur eben, dass da kein Blinkerhebel angeschlossen werden kann. So, jetzt kommt aber der Clou.
Würde ich jetzt eine echte Lenksäule hier hernehmen und hätte ich einen Blinkerhebel dran, das wäre ja alles soweit sehr schön eigentlich. Aber ein Problem wird sich trotzdem ergeben, und zwar einfach das, dass es extrem schwierig bzw. eigentlich gar nicht möglich ist, einen Blinkerhebel auf konventionellem Weg hier anzuschließen. Weil, und das müsst ihr euch so vorstellen, ein Blinkerhebel, ich hatte da schon mal einen Versuch gemacht mit dem anderen, ist egal aus welchem Fahrzeug eigentlich, so nicht anschließbar, weil der, ich kenne mich da jetzt auch nicht extrem gut aus, ich habe es mir sagen lassen und es stimmt auch, dass ein Blinkerhebel keine zwei separaten Kontakte gibt, also für, sprich in eine Richtung, in die andere Richtung, also links, rechts, er gibt keine zwei separaten Kontakte aus, sondern er ist immer gekoppelt mit einem Blinkerrelais. Und das alles zusammen ist so mit dem A-Case nicht so dermaßen einfach zu verbinden, um es mal ganz leger auszudrücken. Und das alles ist halt schon so ein Beweggrund, dass man sagt, Blinkerhebel, na, nicht unbedingt. Und da bin ich jetzt gerade noch mal ein bisschen mir am Haare raufen, was ich da machen soll. Weil ich bin ja eigentlich schon überzeugt von der Konstruktion hier. Die hat sich einfach super bewährt und ist stabil, relativ leicht und auch leicht zu montieren. Also von dem her bin ich da ein bisschen am Schauen. Andererseits natürlich auch ein Wermutstropfen, dass man keinen Blinkerhebel hat, weil der gehört doch irgendwo dazu. Aber es ist halt auch so eine Sache, würde ich mir jetzt eine originale Lenksäule holen? Es ist der Kostenfaktor, es ist einfach der Gewichtsfaktor hier und letztendlich ist es auch der Faktor, kann ich den Blinkerhebel überhaupt anschließen? Und das sind halt solche Punkte, da muss ich mir gerade immer noch ein bisschen Gedanken machen. Vor allen Dingen, weil die Konstruktion hier ja eigentlich schon steht. Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet und was ihr machen würdet an meiner Stelle. Ich kann euch aber deswegen nicht versprechen, dass ich dann auch genau das machen werde, sondern ich muss mir da einfach nochmal ganz dezidiert Gedanken machen, was hier am meisten Sinn macht. Genau, und dann können wir hier auch mal weitergehen. Ich habe den Warnblinkschalter ausgetauscht. Ich werde dieses Ding hier wahrscheinlich auch noch gegen ein anderes Symbol austauschen. Mal schauen. Dann habe ich hier meine Lüfter eingeschaltet, Schalter. Ein Original von Bosch, das wird heute mit, also nur mal als Beispiel jetzt an der Stelle, wird heute mit ungefähr 50 Euro gehandelt pro Stück. Das dazu, genau. Dann, ja, gehen wir hier mal weiter. Die beiden Taster für Motorstart und Motorabstellung. Motorstart hat ja hier noch eine ganz spezielle Beschriftung, wie sie bei Büssing eben sehr, sehr oft zu finden war. Dann mein Zündschloss von Java, und das ist ja auch so eine Sache, das ist ja jetzt quasi fabrikneu. Und ich habe es ja ganz bewusst fabrikneu gekauft, damit es eben nicht so ausgeleiert ist. Aber ein Problem ergibt sich mit diesem Ding immer noch, das hat nämlich so einen ähnlichen Nachteil wie der Blinkerhebel. Es ist einfach nicht wirklich geeignet, um es ans A-Case zum Beispiel anzuschließen, weil diese Stellungen, die ihr hier seht, man hat ja hier die Stellungen 0, 1, 2 und 3, nicht jede von diesen Stellungen kann einfach als Kontakt ausgegeben werden. Die sind, sind untereinander miteinander teilweise gekoppelt und deswegen ist es relativ schwierig, das so anzuschließen. Also es geht jetzt nicht ohne weiteres, dass ich hier, so ist ja die Ruhestellung, dass ich jetzt hier 0 schalte, dann 1, 2, 3. Das ist eben einfach nicht so leicht möglich. Da ist es dann, glaube ich, auch nötig, dass man das Ding aufmacht und irgendwo eine Brücke durchzwickt. Also damit muss ich mich noch befassen. Das ist ein extrem harter Hund, muss ich sagen. Alles andere ist einfach ein Kinderspiel, es anzuschließen. Aber das hier ist wirklich echt schwierig. Aber ich werde es auf jeden Fall auch hinbekommen, hoffe ich doch. Ich befasse mich damit. Und es ist auf jeden Fall einfacher anzuschließen als so ein altes Bosch-Zündschloss aus dem Bus. Es sieht ja komplett gleich aus eigentlich, wenn man jetzt mal die Dreierstellung hier weglässt. Aber ich benutze ja sowieso nur 0, 1 und 2 und ansonsten ist es ja baugleich. Genau, und ansonsten gehen wir hier mal weiter. Feststellbremsventil, ich habe da ja noch einen zweiten Aufsatz von dem Büssing BS110V, den ursprünglichen, der ja ohne diese Skala hier
ist, aber ich fand den ganz schön eigentlich, weil der ja noch ein bisschen so das Busfahrer-Feeling widerspiegelt. Und mein Ventil hat ja einen ganz, ganz speziellen Vorteil, sage ich mal, und zwar, dass es hier diesen elektrischen Kontakt hat. Und damit ist es eben möglich, ohne großartige Verrenkungen hier direkt dieses Ding anzuschließen. Also sprich hier gelöst und angelegt. Und ich kann es natürlich auch in die Haltestellen-Bremsstellung stellen. Das wäre jetzt so. Genau. So. Und genau, dann haben wir hier die zwei Türtaster, habe ich ja schon gezeigt. Und jetzt kommen wir hier mal zu den Schaltern hier oben. Hier ist ja meine Schalterleistenbeschriftung, die ich auch restauriert habe, so gut es denn ging. Und hier die Schalter, die kennt ihr ja. Und dieser Schalter hier, der hat aktuell nur den Nachteil, dass er leider, das ist mir nämlich vor ein paar Tagen passiert, diese Schalter hier, die waren ungefähr so schräg gestanden, also die waren relativ verzogen, so. Genau, das ist mir eben aufgefallen, also habe ich mir gedacht, weil hier an der Seite solche Öffnungen sind, hebelst es mal raus und schaust mal nach, machst es sauber, tust es wieder rein. So, leider waren die aber so dermaßen, also die sind auf jeden Fall rausgegangen, das war nicht das Problem, aber die waren dermaßen alt schon und spröde, dass das, weil das ja alles nur Plastik ist, hier innen diese Zapfen, hier diese Aufnahmezapfen, hier innen leider gebrochen sind und es somit dann nicht mehr möglich war, die wieder einzusetzen und damit noch zu schalten. Und somit gehen die jetzt hier eigentlich bis auf den mittleren, der funktioniert noch, gehen die hier leer durch und haben keinen Widerstand mehr. Und das habe ich jetzt zum Anlass genommen, mir da einfach einen Ersatzschalter zu bestellen. Gott sei Dank habe ich jemanden gefunden, der noch einen hatte. Und diese Dinger sind nämlich extrem selten. Die wurden von SWF hergestellt. Das ist so eine Kfz-Teilemarke. Und die sind heute dermaßen selten. Die findest du eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Und schon gar nicht mehr in dieser grauen Farbgebung. Die ist nämlich noch von vor 1973, 74. Ich traue mich wetten, die schwarze, die war ein bisschen später oder wurde ein bisschen später verbaut. Aber die hier ist noch die ursprünglichste von allen und sehr, sehr selten zu bekommen. Und da die aber in dem Bus genauso verbaut war, wollte ich die eben auch so haben und habe mir da jetzt ein Ersatzmodell bestellt. Das wird auch dann jetzt die Tage mal ankommen. Sieht genauso aus, funktioniert aber wie eine 1 quasi, ja. Das ist ja überhaupt so eine Spezialität an diesem Büsschenbrett, weil es eben aus dem Jahr 1971, 72 stammt. Deshalb hat es eben hier noch viele, viele elfenbeinfarbene Teile überall. Und es ist eben einfach eine Spezialität. Und was mir allgemein an dem Brett einfach viel, viel besser gefällt als an dem SL-Brett, ist nun mal, dass da gar nicht so viele Schalter drauf vorhanden sind. Man hat es einfach ein bisschen übersichtlicher gehalten. Aber es hat trotzdem einfach seinen Charme. Durch diese extrem seltenen Teile, wie jetzt diese Schalter oder den Gangwahlschalter, die Türtaster, diese alten Kontrolllampen mit dieser runden Beschriftung drumherum. Es sind schon alles Teile, die einfach einen extrem Seltenheitswert haben. Im Vergleich zu dem SL-Brett, weil von denen gibt es noch im Vergleich oder verhältnismäßig relativ viele. Und hier hast du schon echt ein Alleinstellungsmerkmal. Und außerdem habe ich dadurch, dass ich dieses BS-Brett mir über ja, insgesamt fast ein Jahr lang erkämpfen musste, doch eine recht enge Beziehung dazu. Ich werde euch dann auch mal, wenn es komplett fertig ist, Vorher-Nachher-Bilder zeigen. Dann wird es besonders deutlich, was man da eigentlich alles reingesteckt hat. Und ich habe zwar auch in das SL-Brett einiges reingesteckt an Zeit und Mühe und natürlich auch an Geld, aber das ist nicht zu vergleichen mit dem Aufwand, der hier reingeflossen ist. Und deswegen habe ich mich hier auch nachhaltig für das BS-Brett entschieden. So, und dann kommen wir auch zum letzten, und zwar hier den R-Frei-Taster. Der ist da auch drin verbaut, genau, und dann habe ich hier mein Gangwahlschalter, und der war ja lange Zeit kaputt oder hat geklemmt. Jetzt endlich habe ich es hinbekommen, dass der wieder funktioniert. Und das ist ein extrem seltenes Modell, wie das vieles hier an diesem Brett ist. Ich wüsste jetzt gar nicht mal, wer den hergestellt hat, zweifelsfrei. Ich wüsste es nicht. Ich muss jetzt wirklich mal
passen an der Stelle. Es gibt, oder ich sag jetzt mal zwei Hersteller, also mir fällt eigentlich auf den ersten Blick nur Void ein, Void als Hersteller, beziehungsweise eventuell noch, da gab es noch einen anderen Hersteller, mir fällt der Name gerade nicht mehr ein, aber einer von diesen beiden Herstellern wird dieses Ding hergestellt haben, aber es ist definitiv nicht mehr zu bekommen, muss man einfach mal so sagen. Und wenn man es bekommt, in diesem Zustand, dann sicherlich nicht unter 500 Euro. Und das ist echt die bittere Wahrheit in dem Fall. Und das liegt jetzt gar nicht mal daran, dass es in dem Zustand hier ist. Man würde auch für einen schlechteren Zustand deutlich viel, viel Geld zahlen. Also vielleicht ein bisschen weniger, klar. Aber es ist in diesem Zustand, das habe ich mir auch schon von einigen Leuten, die echt Ahnung davon haben, bestätigen lassen. Es ist einfach ein unglaublich seltenes Teil. Und diese Kappen hier, die lassen sich einfach runterziehen. Dann sieht das Ganze so aus, wenn die hier runterzieht. Da gibt es nämlich auch verschiedene Ausführungen dieser Kappen. Ich habe jetzt hier diese Kappen, wie sie ursprünglich in diesem Brett eben vorhanden waren. Eben wie sie aus Essen bzw. aus überhaupt dem Ruhrgebietsraum kommen. Eben V für vorwärts, B für Berggang und R für rückwärts. Und innen drin sehen die so aus, dass hier die Glühlampen drin stecken. Und auch die werde ich in Betrieb nehmen. Vielleicht kennt ihr die von den OMSI SD-Bussen. Ich glaube, SD77 hat die auch noch drin, aber eben mit anderen Symbolen drauf. Und wenn ihr euch erinnert, wisst ihr auch noch, dass dieser Schalter bei mir eben geklemmt hat, wie ich ja schon erwähnt habe. Und der Lösungsweg war da relativ schwierig. Ich bin da wirklich zu einigen Experten gegangen. Die konnten mir allesamt irgendwo am Anfang nicht weiterhelfen. Wir sind dann erst durch ewig langes Probieren irgendwie drauf gekommen. Und eigentlich bin ich dann am Ende auch selbst drauf gekommen, wie es zu beheben war, das Problem. Und zwar habe ich einfach unten drin in der Mechanik, weil ihr müsst euch vorstellen, da hängt ein riesengroßes Teil dran, ein riesengroßes Schaltteil auf der Rückseite, habe ich einfach Zapfen, die da war so ein Kugellager und ein Zapfen, und ich habe diesen Zapfen einfach, weil er auch aus Kunststoff war und schon sehr, sehr spröde, bei allen drei Schaltern abgebrochen. Und das mag jetzt erstmal sehr rustikal klingen, aber trotzdem hat das Ganze erwirkt, dass der Schalter dann wieder bedienbar war, was er eben vorher nicht war. Und eben genau das führt jetzt dazu, dass ich hier jetzt einfach sagen kann, hey, ich kann die Gänge wieder einlegen, ich kann hier wieder V einlegen, ich kann hier wieder R einlegen, es klackt auch wieder. Also es funktioniert, definitiv. Das Einzige, was nicht mehr funktioniert, ist, dass ich B einlegen kann. Es liegt aber daran, dass eine Feder, die man auch dafür braucht, und die braucht man schon, dass die bei B eben nicht mehr intakt ist, bei V und R schon. Aber das macht nichts, also der rastet eben nicht mehr ein. Aber es macht überhaupt nichts in dem Fall, weil ich wirklich nur vorwärts und rückwärts brauche. Wann schalte ich bitte den Berggang? Eigentlich nie. Und diesen Berggang gibt es so in OMSI auch gar nicht. Also definitiv nicht als Berggang ausgeschildert. Also V und R reicht vollkommen. Und viele Leute werden sich jetzt fragen, wofür brauche ich eigentlich diesen sogenannten R-Freitaster. Brauche ich dafür, dass, und den habt ihr übrigens auch im MAN-SD in OMSI, brauche ich dafür, dass, wenn ich jetzt hier das V eingelegt habe, ich kann ja hier verschiedene Gänge einlegen gleichzeitig. Ich könnte jetzt hier auch, wenn er funktionieren würde, den B-Gang und den R-Gang gleichzeitig einlegen. Und wenn ich jetzt V und B dann wieder abwähle, so, nur noch R eingelegt ist und ich V und B direkt davor eben rausgenommen habe, dann eben noch R eingelegt ist und ich dann R aktivieren möchte, dann muss ich hier auf diesen Taster drücken, damit R aktiviert wird. Wenn ich jetzt aber V eingelegt habe, V wieder auslege und dann erst R einlege, dann brauche ich hier nicht drauf drücken. Das ist nur quasi als Entsperrung, wenn jetzt hier V eingelegt ist, R eingelegt ist, ich dann V auslege und dann eben hier das Ganze entsperren möchte, dass ich rückwärts fahre. So, und dann drücke ich da drauf. Und das werde ich euch dann auch nochmal in der Praxis zeigen, im Spiel. Genau, und dann hier noch eine Sache. Diese zwei Löcher sind noch dafür zwei Nieten, denn auch hier wird noch ein Schild hinkommen. Das muss ich aber reproduzieren lassen. Das hat dann was mit der Handbremse zu tun. Genau, ansonsten ist aber jetzt alles komplett und soweit hier alles vorhanden.
Und hier hinten habe ich diesen kompletten Kabelsalat, der sich dann hier angesammelt hat, auch entfernt und habe jetzt hier einfach mal alles abgeschlossen und das wird dann alles neu verdrahtet werden. Und was auch noch dran kommen wird, ist dieses Knorr-Bremspedal, das ich mir auch beim OCM sichern konnte. Auch dafür nochmal vielen Dank. Das wird dann hier auf die Bremse montiert. Und was jetzt hier aktuell auf der Bremse sich befindet, ist ein Gaspedal. Das wird dann aufs Gaspedal montiert, sodass ich hier bei diesen beiden Pedalen dann auch die Originalaufsätze drauf habe. Das war's jetzt soweit. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch eine schöne Zeit. Macht's gut, genießt das schöne Wetter. Bis zur nächsten Folge. Es geht weiter, Leute. Es geht wirklich weiter. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.